Herzlich willkommen bei Glücksbringer, deinem Podcast für Glücksbewusstsein, Potenzialentfaltung und Menschlichkeit, damit wir einsehen, dass wir eins sind, dass jeder von uns Glück bringt und dass wir 1000 Glücksmomente filtern können. Mein Name ist Tina Schumacher und ich begrüße dich hier ganz herzlich und wünsche dir unglaublich viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo zusammen zu Folge 5 jetzt schon. Ich freue mich total und meinem Podcast Glücksbringer. Ich bin Tina Schumacher und ich freue mich total, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und triffst heute die Entscheidung, die genau für dich passt. Und genau das ist das Thema heute, Entscheidungen. Ich habe mich zum Beispiel dazu entschieden, heute diesen Morgen hier drin zu verbringen, im Moment auf der Couch mit ein paar Podcast-Aufnahmen. Draußen regnet's und ich bin einfach mal froh, ein bisschen hier drin bleiben zu können und jetzt ausnahmsweise mal nicht raus zu müssen. Ja, und jetzt aber mal gerade hier Spaß beiseite und Butter bei die Fische. Ja, irgendwie ist die Zeit der Floskeln bei mir angekommen. Vielleicht ändert sich das auch noch irgendwann. Naja, Entscheidungen. Ein wahnsinniger Glücksbringer für mich, wenn wir es denn schaffen, Entscheidungen ganz, ganz klar für uns zu treffen und da auch nochmal hinfühlen, was kommt denn jetzt aus dem Herzen und was kommt irgendwie aus dem Intellekt. Also passend zur letzten Folge, was mache ich mir jetzt gerade irgendwie parat, weil es mein Umfeld so sagt, oder was kommt wirklich von mir und was ist wirklich das, was ich für mein Leben entscheide und was ich möchte. Und ich glaube, wenn wir lernen, wirklich klare Entscheidungen zu treffen, dann beginnt bei uns gleichzeitig so ein Prozess über das Bewusstsein dessen, was wir wirklich für unser Leben wollen. Was wir gleichzeitig aber auch irgendwie loslassen können. Das heißt also, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich das gerne für mein Leben hätte, sollte ich mir gleichzeitig darüber bewusst sein, dass nichts in diesem Leben, aber auch wirklich gar nichts sicher ist. Also sicher im Sinne von stetig, denn ein Leben ist Bewegung, ständige Bewegung. Und das ist doch auch schön, weil das doch gerade auch irgendwo dieses Glück mit sich bringt. Diese Veränderung, dieses Neue, diese neuen Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Und diese Abwechslung im Leben, die uns immer wieder ja, zu mehr Selbsterkenntnis bringen und uns immer wieder auf eine Entdeckungsreise führen, die durch uns selbst geht. Und genauso ist das auch mit Entscheidungen, weil du mit Sicherheit ganz, ganz, ganz bestimmt selbst in früheren Jahren Entscheidungen getroffen hast, die du heute nicht mehr so treffen würdest. Also ist auch da wieder irgendwie eine Bewegung in Gang gekommen und dein Prozess der bewussten Entscheidung ist in eine andere Richtung gelaufen oder ist vielleicht auch sogar bewusster geworden und du hast in dir gespürt, dass du dich aus bestimmten Gründen damals so entschieden hast, die aber vielleicht nicht ganz dir entsprachen oder vielleicht nicht ganz dessen entsprachen, was du eigentlich ausdrücken möchtest oder was du eigentlich leben möchtest. So habe ich ja schon mal erzählt von dem Bereich Sport, in dem ich lange Jahre dabei war und jetzt auch noch dabei bin. Ich reite ja noch im Sport und es macht mir unfassbar viel Spaß, aber mein Fokus hat sich komplett verändert. Also früher war mir eben dieser sportliche Erfolg einfach wichtig. Ich wollte immer weiter, ich war sehr, sehr, sehr ehrgeizig, verbissen ehrgeizig. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, eben ja durch diese Situation, dass ich irgendwie immer ein bisschen zu spät diesen Erfolg hatte für gewisse Dinge, die ich mir vorgenommen habe
und es teilweise auch noch so ist, also ich darf da noch mehr runterfahren, wie ich immer wieder merke, hat sich dann doch bei mir klar rauskristallisiert, dass ich mal hinschauen sollte, was mir denn wirklich wichtig ist an der Arbeit mit meinen Pferden. Und dadurch, dass ich genau das rausgefunden habe und mich dazu entschieden habe, den Sport zwei Jahre noch weiterzumachen, weil mir das unfassbar viel Spaß macht, aber meinen Fokus absolut, absolut auf die Beziehung zwischen mir und diesen wunderbaren Tieren zu lenken, ist so unglaublich viel passiert. Also, da hängt ja immer noch so ein kleiner Rattenschwanz dran. Ich habe damals gedacht, naja, wenn ich den Ehrgeiz verliere, dann möchte ich nachher auch gar nicht mehr im Sport reiten. Ja, okay, dann wäre das halt so gewesen. Aber was ich eigentlich gelernt habe in mir, und das war ein super spannender Prozess, und das stelle ich mir auch immer so vor wie ein Kind, was die Welt entdeckt und irgendwie immer was Neues entdeckt und was Neues an sich und an der Welt findet und irgendwie immer Spaß hat und immer irgendwie was Interessantes herausfindet. Ich habe dann entdeckt, nee, ich bin noch ehrgeizig, aber eben anders ehrgeizig. Ich habe auch noch Lust auf Erfolg, aber nicht so, dass ich sage, okay, das muss morgen jetzt passieren und es soll unbedingt. Nein, ich habe meinen Fokus auf der Beziehung und auf diesem, ja, auf diesem, was da zwischen uns schwebt, auf dieser kommunikativen Ebene, auf dieser, ich will immer sagen, zwischenmenschlichen Ebene, aber das ist es ja nicht zwischen einem Pferd und einem Menschen, aber ich glaube, das beschreibt es trotzdem ganz gut. Da liegt mein Fokus auf der Partnerschaft, das ist noch ein besseres Wort, und eben nicht mehr auf dem Erfolg, und schon tun sich ganz, ganz unglaublich tolle neue Türen auf, von denen ich damals gar nicht gedacht habe, dass es die gibt. Und auf einmal werden andere Sachen viel, viel leichter. Und warum ist das so? Weil ich nicht mehr Energie damit verschwende, dem nachzulaufen, was ich gar nicht wirklich bin, was einfach nur von Ängsten überdeckt war, irgendwie nicht gut genug zu sein. Und deswegen muss ich jetzt so, so, so viel trainieren oder tun oder machen. Und überdecke damit irgendwie das, was ich wirklich will, mit den Ängsten irgendwie nachher nicht gut genug zu sein oder nicht genug Leistung zu erbringen und so weiter und so fort. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, wie gesagt, wurde alles viel, viel, viel leichter. Und sagen wir mal eher, das Leben kann sich dahin sortieren, wo es eigentlich hinpasst. So habe ich das wahrgenommen. Und im Grunde ist auch diese Perspektive, das Leben wahrzunehmen wie ein Kind mit allen kleinen, wunderbaren Augenblicken und kleinen Erkenntnissen, eine so schöne, weil sich, glaube ich, jeder, der das verstanden hat, darüber bewusst ist, dass es einfach nie langweilig werden kann, auch in einer Beziehung. Und an dem Punkt, wo ich da war, glaube ich, so zu sein, und es fühlt sich so gut an, dass ich jetzt an dem Punkt bin, zu sagen, ich glaube, das kann nie langweilig werden, wenn wir dazu in der Lage sind, wirklich ganz klar immer wieder Momente herauszufiltern, die uns neu sind. Und ich glaube, wir können wirklich immer irgendetwas Neues entdecken, wenn wir ganz klar hingucken und wenn wir uns auch dazu entscheiden, etwas Neues zu finden. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Fokus, der ganz, ganz viel mit Entscheidungen einhergeht. Wenn ich mich dazu entscheide, jemanden zu sehen, jemanden wirklich anzusehen, dann wird das auch passieren. Dann werde ich immer was finden. Dann wird es mir nie langweilig werden. Wenn ich mich ganz klar für jemanden entscheide, dann werde ich auch ganz klar mehr Entscheidungen dafür treffen können, dass dieser Weg gemeinsam funktioniert. Genauso ist es im Sport. Genauso ist es aber auch, wenn ich mich für mich selbst entscheide. Wenn ich wirklich in der Lage dazu bin, zu sagen, okay, ich tue jetzt etwas für mich selbst. Und das zeigen so, so viele Coachings, dass das Momente sind, die unglaublich wichtig sind für die eigene Selbstliebe, für die eigene Selbstanerkennung.
dafür, dass, ja, eigentlich auch dafür, für die Grundlage, dass letztendlich Beziehungen auch zwischen anderen Menschen, ob es jetzt Freunde sind oder Partnerschaft oder berufliche Beziehungen, funktionieren können, weil ich gelernt habe, auf mich selbst zu achten, weil ich mich für mich entschieden habe. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat damit zu tun, sich für sich selbst zu öffnen und zu sich selbst zu sagen, ja, okay, ich achte auf dich, denn ich weiß, wenn ich nicht auf mich, ich habe eben auf dich gesagt, ich achte auf dich, auf dich selbst, du achtest auf dich, weil wenn ich das nicht tue und wenn ich nicht dazu in der Lage bin, mich für mich zu entscheiden und mich auch immer wieder anzusehen, dann werde ich auch nichts in die Welt bringen können. Dann werde ich auch irgendwann kein Geld mehr verdienen können. Dann werde ich nicht für meine Kinder da sein können, wenn ich welche habe. Dann werde ich meinem Beruf nicht mehr nachgehen können, wenn es mir nicht gut geht. Dann werde ich meine Kindererziehung nicht so gestalten können, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also sind auch da klare Entscheidungen unfassbar wichtig. Entscheidungen und dann das Hingucken, passt diese Entscheidung denn jetzt auch wirklich zu mir? Und ich glaube, wenn wir da immer wieder hingucken und das Leben immer wieder neu erfahren und wie ein Kind ganz mutig einfach rausgehen und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt genau dafür und schaue, was passiert. Und wenn das sich nicht so gut anfühlt, dann weiß ich, okay, ich entscheide mich vielleicht doch dann eher beim nächsten Mal für was anderes und ich sammle hier meine Erfahrungen. Und ja, nehme das einfach als einen riesigen Entdeckungsprozess und treffe immer wieder Entscheidungen, die ganz kleinschrittig für mich sein können und überlege, was ist jetzt gerade für mich als Basis wirklich gut, was brauche ich überhaupt, um eine Entscheidung treffen zu können, wenn ich jetzt gerade keine treffen kann, was würde ich brauchen und vor allen Dingen, bitte such das, was deine Entscheidung anbetrifft, nicht im Außen. Spür genau hin, ob du jetzt gerade wirklich im Außen bist und das im Außen suchst. Ob du das suchst, weil du jetzt gerade die Entscheidung abgenommen kriegen möchtest von einem Partner zum Beispiel. Oder ob dir deine Angst deine Entscheidung abnimmt, wie das bei mir damals so war. Oder wie das bei vielen anderen, die ich auch im Coaching begleitet habe, so war. Dass Ängste dir diese Entscheidung abnehmen und du dich von Ängsten, die irgendwie in dich reinprojiziert sind, ablenken lässt. Bitte schau hin, was das ist und dann versuch rauszufinden, okay, was wäre denn jetzt wirklich mein Anteil da dran? Fernab von äußeren Umständen, von Menschen, wo ich jetzt gerade ganz gerne hätte, dass die für mich entscheiden. Nee, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich wirklich auf mich gucken würde, gerade im Moment, was ist mir wichtig im Leben, wofür entscheide ich mich da und wofür entscheide ich mich deshalb in der Situation, in der ich gerade diese Entscheidung treffen möchte. Und dann entsteht so eine Sicherheit und das macht unfassbar glücklich, weil es irgendwie sinnstiftend ist. Und es macht glücklich, zu sich selbst zu finden und es macht auch glücklich, die Welt so zu entdecken und einfach ein bisschen zu sagen, okay, also die Entscheidung kann jetzt auch falsch sein, die ich getroffen habe, aber es ist ein Weg, es ist einfach ein Weg zu mir selbst und es ist ein Entdeckungsprozess und ich treffe diese Entscheidung, weil sie aus mir kommt und das beschreibt mich. Und deswegen gehört das zu meinem Weg und das macht letztendlich in der Summe ein wahnsinns gutes Gefühl, weil wir selber etwas für uns erreicht haben und das nicht von jemand anders abhängig ist oder von der Angst abhängig ist, ob wir jetzt irgendetwas tun. Deswegen sind Entscheidungen, so glaube ich,
ein Wahnsinnsglücksbringer, wenn wir hinschauen und wirklich ganz, ganz bewusste Entscheidungen treffen, keine Angst vor Fehlern haben und das Ganze einfach als Entdeckungsreise sehen. Ja, und ich hoffe, dass dir dieser Podcast, diese Folge für deine nächste Entscheidung oder auch für tägliche Entscheidungen was mitgegeben hat und du davon profitieren kannst. Und wenn du schon mal solche Erfahrungen gemacht hast und vielleicht Entscheidungen getroffen hast, die du mittlerweile anders machen würdest, auch Entscheidungen, aus denen du gelernt hast oder eben auch Impulse dessen, dass du genauso wahrgenommen hast, dass es für dich eine Entdeckungsreise war, dann bitte erzähl mir davon, schreib mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und dir die Folge hier gefallen hat und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir auch heute wieder einen wunderschönen Tag. Genieß es und triff für dich die perfekte Entscheidung. Bis zum nächsten Mal.